Thank you.
Und wir sind live. Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unserer Livestreaming-Sendung. Falls ihr jetzt nicht zum ersten Mal einschaltet, dann fragt ihr euch bestimmt, warum hier schon wieder jemand anderes im roten Sessel sitzt. Oder anders gefragt, wo ist Eddie Sonnenschein? Der ist heute hinter der Kamera. Das liegt einfach daran, dass unser Team zum größten Teil aus dem Medienkompetenzkurs der Hochschule für Musik Mainz besteht. Das hier ist nicht nur ein Kulturprogramm für euch, sondern auch eine Chance für uns Studierende, Praxiserfahrung zu sammeln. Jeder und jede soll sich hier mal ausprobieren dürfen, deshalb sitze ich heute hier. Mein Name ist Sebastian Kling. Ich bin am Ende meines Jazzklavierstudiums und war hier bis jetzt nur hinter der Kamera. Heute freue ich mich besonders, dass ich mich statt aufs Bild mal ganz auf die Musik konzentrieren kann. Denn heute wird die Frage geklärt, ob das Akkordeon im Jazz überhaupt was zu suchen hat. Wir hören heute zwei Musiker aus Baden-Württemberg, die sich hier an der Hochschule für Musik Mainz kennengelernt haben. Der eine hat eben Akkordeon studiert und vertieft sich jetzt seit 2 Jahren schon in seine immer dagewesene Leidenschaft fürs Jazzklavier. Der andere hat gemeinsam mit mir angefangen zu studieren und ist ein sehr vielseitiger Saxophonist. Gemeinsam haben sie dieses Jahr den Nachwuchspreis der IG Jazz Frankenthal gewonnen. Gerade gab es das Stück Triple Agent und jetzt gibt es mehr Musik mit Fee Fritschi und François Heun. Thank you.
Hi, ich bin Phil Fritschi, das ist François Heun an den Saxophonen. Wir freuen uns super, dass wir hier spielen dürfen. Das waren zwei Stücke von mir. Das erste hieß Triple Agent und das gerade hieß One Wheeler, weil ich das Stück geschrieben habe im Mai, als ich sehr viel Kenny Wheeler gehört habe. Und es war auch eins der Stücke, die so ein bisschen durch die Pandemie vielleicht auch entstanden sind. Als ich viel Zeit hatte, mal nachzudenken und mir Melodien auszudenken. Jetzt kommt noch ein Stück, das ist ein bisschen älter, das heißt Schneider Crombie und ist inspiriert von Maria Schneider und John Abercrombie. Viel Spaß. Thank you.
Fee Fritschi und François Heun mit Schneider Crombie von Fee Fritschi. Jetzt will ich ein bisschen mehr über die beiden erfahren und ein bisschen über Musik quatschen. Nehmt doch bitte Platz. Hey. Hey. Fee, das Stück eben war von dir. Wir hören heute generell nur Eigenkompositionen von dir. Ja, genau. Das heißt, das war jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, Kenny Wheeler, Maria Schneider. Und war da jetzt auch noch irgendwo Johann Sebastian Bach, Bill Evans, Radiohead drin? Also ich habe ja dieses Stück Schneider Crombie nach Maria Schneider und John Abercrombie benannt, aber mir ist dann irgendwann selber aufgegangen, dass das gar nicht so einfach ist mit dem Einflüsse benennen und ich weiß gar nicht, was woher kommt. Hm. Und Bill Evans und Radiohead zum Beispiel habe ich ja irgendwie auch viel gehört und gefressen und in meinem Akkordeonstudium habe ich viel Bach gespielt und natürlich ist alles irgendwo unterbewusst da. Hm. Aber so, was gehört wohin und ist da vielleicht noch irgendwas dabei, was von mir ist? Keine Ahnung. Hm. Das ist auch, also das Problem fängt ja schon damit an, dass man ja gar nicht weiß, das, was ich jetzt als von Maria Schneider oder von John Abercrombie oder Kenny Wheeler irgendwie inspiriert benenne, ist das, haben die das überhaupt erfunden oder waren die von jemand anders inspiriert? Hm. Deswegen, also ich versuche quasi meine Einflüsse irgendwie transparent zu machen, aber es ist schwierig. Ja, klar, das kann ich verstehen. Du hast mir erzählt, dass du schon seitdem du Musik machst, auch komponiert hast. Du hast dich an verschiedenen Instrumenten ausprobiert und hattest sogar eine Singer-Songwriter-Phase, hast du mir gesagt. Gibt es da Inspiration in Richtung Billy Joel vielleicht? Billy Joel ist in meiner musikalischen Sozialisation irgendwie so ein bisschen ein schwarzes Loch, das ich irgendwann noch fülle. Vielleicht erst, wenn ich 50 bin, ich weiß nicht. Joni Mitchell wird mir jetzt einfallen als Singer-Songwriter, wenn man sie überhaupt in diese Ecke stellen will. Ja. Kann man schon, denke ich. Aber witzigerweise haben wir nachher noch ein Stück, bei dem ich nicht singe und auch nicht live für euch einen Song schreibe, aber das sehr alt ist, von 2012, glaube ich, und das mal einen Text hatte und so. Und heute spielen wir das mit Akkordeon und Sopransax. Und also es ist noch ein bisschen was übrig geblieben ist. Also ich habe nicht alles auf den Müll geworfen, sondern die Songs sind noch irgendwo abgespeichert, entweder hier oder irgendwo auf einem Stück Papier und manchmal hole ich die raus und dann machen wir Musik damit. Das klingt sehr interessant, da freue ich mich jetzt schon noch drauf. Und du hast ja Klavierunterricht erst mit 19, 20 Jahren bekommen. Ja, das ist schon seltsam. Das, was mich da besonders interessiert, weil ich komme auch vom Akkordeon, wie schwer war die Umstellung von Akkordeon auf Klavier, gerade wenn es jetzt um Jazzmusik geht? Es war bei mir nicht so, dass ich so von einem Tag umgeswitcht bin, sondern dass natürlich immer irgendwo mal ein Klavier steht und mal man drauf rumklimpert und so ernsthaft mit dem Klavier angefangen habe ich in meinem Akkordeonstudium tatsächlich. Also ich hatte klassisches Klavier als Nebenfach und so meine linke Hand hat sich so ein bisschen dann an Tasten gewöhnt. Die spielt ja beim Akkordeon nur Knöpfe. Oder auch mit der Klangerzeugung, wie das funktioniert. Ich habe das Gefühl, da bin ich bei beiden Instrumenten noch nicht am Ende der Reise. Aber immerhin so, dass ich hier live Akkordeon und Klavier spiele. Aber die Geschichte wird mich freisprechen. Ja, ich denke, man ist immer auf der Suche. Es gibt immer irgendwas, was man noch entdecken kann. Du spielst ja mit François noch in einer anderen Band, die deine Stücke interpretiert. Fraktion Fee heißt die. Was hat dich dazu entschlossen, so ein Ensemble zu gründen, das jetzt über diese klassische Jazz-Klavier-Trio hinausgeht? Bei dieser Band war es tatsächlich so, dass ich vorher mal in einer Fusion-Band gespielt habe, in der auch einige Stücke entstanden sind, die ich auch immer noch spiele, auch mit der Fraktion.
Und da hat sich irgendwann mal so eine Besetzung rauskristallisiert mit Rhythmusgruppe. Ich habe viel Keyboards damals auch noch gespielt. Und Altsax und Posaune. Und dann dachte ich, okay, das mit Altsaxophon und Posaune, das ist interessant, das interessiert mich irgendwie. Das ist mal was anderes als immer dieses Trompete und Tenorsax, was man oft hat. Und dann habe ich das mitgenommen nach Mainz, mir neue MusikerInnen gesucht und das nachgebaut und dann noch mit Helen Skobowski eine Sängerin installiert, die am Anfang als Feature gedacht war und dann sich so ein bisschen in die Band reingeschlichen hat. Und inzwischen sind die Arrangements total darauf zugeschnitten, das zu siebt zu machen, also mit Schlagzeug, Bass, Keys, Gitarre, Posaune, Saxophon und Gesang. Also die sind alle Teil der Band. Da gibt es zumindest für diesen Bandsound nichts, was entbehrlich ist. Aber natürlich gibt es die Stücke dann auch in anderen Besetzungen, zum Beispiel Schneidercrombie. Das haben wir im Januar hier im Roten Saal aufgenommen mit der großen Band und heute spielen wir es im Duo. Ja, für Sie zur Info oder für euch zur Info, das Konzert, von dem Fee gerade gesprochen hat, wurde hier im Januar aufgenommen von Moritz Reinisch und es wurde auch gefilmt. Kann man sich angucken auf YouTube, ist sehr zu empfehlen, oder auf Bandcamp kann man sich's anhören. Du hast gerade über Arrangements gesprochen und es gibt da jetzt Stücke, die ihr hier im Duo gespielt habt oder wahrscheinlich noch spielen werdet und die ihr auch in der großen Band spielt. Das wäre jetzt eine Frage an euch beide. Das sind ja sicherlich nicht die gleichen Arrangements. Wenn man das im Duo spielt, hat man da die fünf anderen Stimmen im Ohr? Ja, ein bisschen. Also, das ist übrigens noch ein zweites Stück, nämlich das allererste, das Triple Agent, das spielen wir auch in der großen Band. Und ich versuche mir dann zum Beispiel auch vorzustellen, wie Helen irgendwie dieses Thema am Ende singt, dieses große Finale. Und da versuchen wir den Sound schon irgendwie zu emulieren, aber da, wo es halt nicht geht oder da, wo man vielleicht auch einfach die Stärken von einer kammermusikalischen Besetzung oder von Sopransax und Akkordeon irgendwie ausspielen kann, da machen wir das natürlich. Es ist natürlich auch schön, die Stücke nur zu zweit zu spielen. Das bedeutet ja, dass man auch viel mehr Freiheit hat, für mich jetzt als Saxophonist, wenn ich mal das Bedürfnis habe, die Linie jetzt anders zu spielen, dann kann ich das einfach machen und ernte im schlimmsten Fall einen bösen Blick von Fee. Genau, aber ich bin einfach deutlich freier und das macht viel Spaß. Ja, in der großen Besetzung würdest du halt einen Blick von sechs anderen, also Ganz sechs genau. böse Blicke ernten. François, du warst ja vor dem Studium 6 Monate in Jamaika und hast dort unter anderem Kindern Instrumentalunterricht gegeben. Ich kann mir gut vorstellen, dass sowas einen persönlich verändert, aber hast dich dann auch musikalisch beeinflusst? Ja, absolut. Also zur Info, ich war mit über Musiker ohne Grenzen in Jamaika. Das ist ein Verein, der sich engagiert, um durch Musik Perspektiven zu schaffen. Und zwar nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Genau. Und es war eine sehr intensive Zeit. Und ich habe da nicht nur unterrichtet, sondern auch viel Musik mit lokalen Musikern gemacht. Wir waren auch mal irgendwie, da kam dann jemand auf mich zu und meinte, hey, du spielst Saxophon, ja, komm mal mit ins Studio. Und dann sind wir einfach in so ein Studio gelaufen und dann hat er so einen Track abspielen lassen und dann habe ich da drüber ein Saxophon-Solo aufgenommen und das war natürlich für mich mit 18 Jahren absolut cool. Ja, das klingt so, als wäre die Musikkultur schon eine andere als in Deutschland. Wenn ich überlege, du hast, glaube ich, Instrument angefangen, so einen Musikverein, das ist dann schon was ganz anderes, oder? Ja, ja, ja. Wobei wir uns auch durchaus sehr glücklich schätzen können, finde ich, hier in Deutschland oder in Europa, dass wir den Zugang einfach so haben zum Musikunterricht. Natürlich nicht alle. Viele von uns sind sehr privilegiert, dass wir mit jungen Jahren schon unsere Eltern sich entschlossen haben, uns das zu ermöglichen. Das kann nicht jeder. Das ist ein großes Privileg. Ja. Letzte Frage. Du bist ja musikalisch noch in vielen anderen Stilen unterwegs. Welche sind das denn? Ja, ich habe verschiedene Bands. Zum Beispiel das Absinthe Orchestra. Hallo auch an alle, die gerade zuschauen. Wir machen so Swing Manouche und Balkanmusik. Das ist eine Mainzer Band. Oder auch
Ich spiele bei Fellas Kingdoms, eine Frankfurter Band, und mache mir Super Ska. Und ich habe noch eine Elektroband, mache mir elektronische Musik. Und noch auch eine andere Jazzband, genau. Ja, Ska, vielleicht sogar wegen dem Jamaika-Aufenthalt, oder hast du das schon vorher gemacht? Ja, ist einfach coole Musik. Ja. So. Ja, gut. Ja. Gut, dann vielen Dank euch beiden. Und dann hören wir jetzt wieder ein bisschen Musik. Mit Ska oder Balkan-Jazz hat das nächste Stück allerdings nichts zu tun. Denn jetzt geht's weiter mit dem Stück dazwischen. Von Fee Fritschi am Flügel und Akkordeon und François Heun an Alt- und Tenorsaxophon. Entschuldigung, Alt- und Sopransaxophon. So, viel Spaß.
Was war dazwischen? weil Sebastian vorhin gefragt hat, ja, das ist dieses Stück, das aus meiner Singer-Songwriter-Phase ist. Und jetzt spielen wir noch ein Stück, das heißt Lessons. Das habe ich ursprünglich mal geschrieben für ein Duo mit dem Vibraphonisten Joe Kenny. Und um kurz Werbung zu machen, auf Bandcamp gibt es auch dieses Stück in der Version mit Vibraphon und Akkordeon, wer sich es anhören mag. Viel Spaß mit Lessons. Thank you.
Das war's mit Und wir sind live. Danke an Fee Fritschi und François Heun für die wundervolle Musik. Danke an euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne positives Feedback da und abonniert unseren YouTube-Kanal. Dann bekommt ihr auch was von der tollen Reihe Beethoven am Freitag mit. Wenn nicht, dann sehen wir uns nächsten Mittwoch wieder um 19 Uhr mit dem Jazz-Trompeter Tobias Dolle und seinem Quartett. Bleibt gesund, schönen Abend noch und jetzt hören wir nochmal Musik.